In Oldenburg will der Verein Werkstattfilm einen Kinoladen eröffnen. In einem kleinen Eckgeschäft soll die Stadt- und Mediengeschichte erlebbar gemacht werden. Dazu steht ein großes Archiv an historischem Foto- und Filmmaterial zur Verfügung. Ausstellungsstücke wie erste Projektoren stehen bereits und Originalfilmplakate wurden aufgehängt. Es könnte losgehen, wenn es denn dazu kommt. Denn die Eröffnung findet nicht statt. Was fehlt, ist ein Bauantrag. Das Ladenlokal liegt nach dem Bebauungsplan in einem allgemeinen Wohngebiet. Das lässt keine Gewerbebetriebe zu. Ja, die Stadt Oldenburg hat verbieten, wir Laden öffnen. Der Grund ist, dass wir keinen Bauantrag gestellt haben oder Nutzungsänderungsantrag. Ja, wir haben schon vor einem Monat Kulturamtsleiterin eingeladen, angefragt, ob sie Zeit hat, der Kinoladen eröffnet. Sie hat geschrieben, sie hat leider keine Zeit. Und dann habe ich eine Woche oder 10 Tage später selber im Kulturausschuss, alle Mitglieder des Kulturausschusses, Kinoladen eingeladen. Plakate hängen einen Monat, aber das sind nicht so 4 Tage vor Eröffnung, kriegen wir einen Brief von Bauordnungsamt. Das ist ein bisschen merkwürdig. Recht muss recht bleiben, aber Ali Zahedi hätte sich eine andere Umgehensweise gewünscht. Und ich finde auch so, berechtigt ist irgendwo ein Antrag. Wenn wir Plakate aufhängen, müssen wir einen Antrag stellen. Haben wir auch gemacht. Und ich sage, okay, aber wenn man Fehler macht, im Grunde genommen sage ich, okay, wir haben Fehler gemacht. Aber so darf man nicht wie Kriminelle behandeln. Also das ist unwürdig. Das ist unwürdig und wir brauchen keine besondere Behandlung. Ich denke schon, tut gut, wenn wir gemeinsam alle zusammen am Tisch sitzen, wo was schiefgelaufen und ja. Alle Vermittlungsversuche sind bisher gescheitert. Jetzt hat sich die Lokalpolitik eingeschaltet. Als nicht nachvollziehbar bezeichnet Hans-Richard Schwarz von der FDP die Vorgehensweise. Auch die Ratsfraktion der Grünen kritisiert die Verwaltung und stellt einen Dringlichkeitsantrag für die kommende Bauausschusssitzung. Es bleibt abzuwarten, ob und wann der Verein seinen Kinoladen eröffnen kann. Aber leider ist schon gelaufen. Wir wollen die Sache nicht eskalieren. Wir werden abwarten. Wir haben Veranstaltungen, Eröffnungen, eine Absage gemacht oder offiziell in Presse oder auf unserer Homepage. Und wir warten ab, ob wir irgendwann irgendwie Genehmigung kriegen. Wenn wir Genehmigung kriegen, werden wir so Kinoladen gerne eröffnen und feiern mit alle. Wenn nicht, warten wir ab.